Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quickshot. Heute die fünf Türme. Ja, Five Towers, fünf Türme. Stapeln wir hoch oder nicht? Ich zeige euch einfach mal, wie es geht. Kommen wir zur flotten Regelübersicht von Five Towers. Wir haben fünf verschiedene Türme. Den Gruselturm, den Metallturm, den Sandturm, den Candyturm und den Baumturm. Im Spiel werden wir versuchen, möglichst clever Türme zu bauen. Zu Beginn einer jeden Runde werden fünf Karten vom Nachziehstapel aufgedeckt. Beginnend mit dem Stadtspieler für diese Runde gibt man ein Gebot ab. Das geht so lange reihum, bis entweder eine Person fünf gesagt hat oder alle einmal dran waren. Wir bieten nämlich auf die Anzahl der Karten, die wir hier aus der Tischmitte nehmen. Das heißt, würde der erste Spieler drei sagen, hätte der nächste Spieler die Chance zum Beispiel zu passen und der nächste würde sagen vier. Danach wird das Gebot nicht mehr erhöht und wir müssten diese Karten entsprechend an unsere Auslage anbauen. Ich habe nun als Spieler 4 gesagt. Das heißt, ich würde jetzt 4 aus diesen Karten nehmen und hierbei ist wichtig, ich muss immer nach oben hier kleiner werden beim Anlegen. Na, ob das jetzt so ein guter Zug war, weil hier fehlen ja jetzt einige. Jetzt muss ich mir überlegen, wo baue ich hier schon die Spitze drauf, weil nach 0 geht nichts mehr. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist es, Karten abzureißen, denn wir dürfen eine bereits gebaute Karte abreißen in unserem Zug. Das heißt, ich könnte in einem späteren Zug zum Beispiel hier diese 0 abreißen, um hier die 9 drauf zu legen, denn wir haben im Prinzip drei Sonderkarten im Spiel. Das ist die 9, die darf beliebig auf kleinere Karten gelegt werden. Die 8, diese darf hinterher wieder von höheren Karten, wie jetzt zum Beispiel hier der 14, überbaut werden. Und als letzte Sonderkarte haben wir die 0, denn die sorgt nämlich dafür, dass wir die Punkte hier im Turm verdoppeln. Übrige Karten werden am Ende der Runde abgeräumt und wenn der ganze Stapel durch ist, wird der Ablagestapel gemischt und nochmal durchgespielt und dann endet das Spiel. So könnte das am Ende des Spiels aussehen. Wir erhalten jetzt Siegpunkte für die Anzahl der Karten im Turm. Das heißt, dieser Turm würde 5 Siegpunkte, 2, 4, 2, 4 Siegpunkte uns einbringen. Ein Turm mit entsprechender 0 als Turmspitze verdoppelt die Punkte. Das heißt, dieser Turm bringt uns 10 Punkte, 2 Punkte, 8 Punkte, 2 Punkte und 4 Punkte ein. Man darf einen Turm als Hauptturm wählen und das ist normal der Turm mit den meisten Karten. Dieser bringt uns dann nochmal einen Siegpunkt zusätzlich pro Karte ein. Das heißt hier nochmal 5 Punkte. Das heißt, in Summe wären wir hier bei 31 Punkten. Jetzt habe ich hier im Laufe des Spiels drei Karten abgerissen. Das bedeutet wie folgt: Minuspunkte. Die erste Karte bringt einen Minuspunkt, die zweite 2, die dritte 3 Minuspunkte. Wären also hier 6 Minuspunkte, das heißt, ich wäre noch bei 25 Punkten. Hätte ich 4, wäre die vierte Karte minus 4 Punkte und die fünfte minus 5 Punkte. Ihr merkt, abreißen lohnt sich nicht. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand teilen sich alle Beteiligten entsprechend den Sieg. Ja. 5 Türme, spielbar bis 5 Personen, na das ist ja fast schon klischee-mäßig. Und die Prints sind 5 Fuß, 10. Das sind sogar mehr als 5 Fuß, 10. Sowas aber auch, das hätte ja wunderbar gepasst. Ja, ein flottes kleines Kartenspiel, das bei Deep Print Games, beziehungsweise im Vertrieb bei Pegasus Spiele, dieses Jahr zur Spiel erschienen ist. Mhm. Wir haben hier eigentlich nur 110 Karten, die wir munter als Türme bauen. Mhm. Ihr habt ja gesehen, wie es funktioniert. Und das ist einfach eigentlich super simpel. Ja. Ich mag ja keine Beat-Spiele, du? Kommt immer drauf an. Hier stört mich das komischerweise gar nicht. Es ist halt einfach so dieses, okay, wie viel kann ich davon verbauen? Will ich vielleicht jemandem anderen was nicht geben? Ja, das kommt in dem Spiel vor. Ist vielleicht auch manchmal sinnvoll, ne? Ja. Und dann sagst du, okay, 3. Alle anderen passt es eh nicht so wirklich, weil man muss es halt anbauen können. Ne? Ja. Es ist nicht so, ich habe die Kohle, ich haue es jetzt einfach raus.
Du kannst es natürlich nehmen, musst aber dann Minuspunkte nehmen und wenn die sich halt dann stapeln, das kann schon mal nach hinten losgehen. Vor allem darf man ja nur eine Karte pro Zug abreißen. Ja, das heißt, man muss mindestens, ich sage jetzt mal, Anzahl, die man geboten hat, minus eins direkt anbauen können, um vielleicht mit einem Abriss ein viertes anbauen, also ein weiteres anbauen zu können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage vier und ich kann davon nur drei verwerten, dann ist klar, dass ich einen Minuspunkt nehme. Aber das Problem ist, die erste Karte gibt einen Minuspunkt, die zweite zwei, die dritte drei, die vierte vier. Das heißt, vier Karten, zehn Minuspunkte, das läppert sich dann ganz schön. Ich hatte eine Partie, da hatte jemand, ich glaube, um die 24, 27 Minuspunkte oder sowas, was es waren. Also echt schon heftig, ja. Da muss man aufpassen. Ja, also ich kenne auch bisher nur zwei Leute, die es wirklich nicht gut fanden, die dann gemeint haben, ja, da hat man ja meistens keine Chance oder keine Auswahl, vor allem wenn man dann irgendwie als Dritter dran ist oder als Vierter dran ist und man hat quasi zu wenig Entscheidungen und dann wird man gespielt so ein bisschen. Würde ich so nicht sagen. Und finde ich das gar nicht. Es ist schon ein Spiel, man muss halt gucken, wie es passt. Manchmal passt es halt richtig geil und es ist so ein bisschen so ein Bier- und Pretzel-Spiel, so ein bisschen, finde ich. Also ich hatte tatsächlich eine Partie, da war es ganz heftig, da hatte ein Spieler vier Türme mit Dächchen und jeder Turm war, glaube ich, nur drei oder vier Stockwerke hoch. Okay. Hatte aber, glaube ich, nur drei Minuspunkte, ja, zwei Karten, drei Minuspunkte und hat dann, ich glaube, mit einem fünfstöckigen Turm und mit vier Türmen der Größe, einmal, ich glaube, einmal drei und dreimal vier und jeweils ein Dach drauf, quasi dann nachher das Spiel für sich entschieden. Okay. Was ich dann wieder sehr faszinierend fand, weil das mir auch gezeigt hat, dass es eben nicht drauf ankommt, einen riesen Turm zu bauen, sondern es reichte eigentlich, das Ding halb so groß zu machen und einen Deckel drauf. Mhm. Klar kann es bei dem Spiel vorkommen, dass man jetzt denkt, ah, jetzt nehme ich mir die 7. Ah, super, jetzt kommt die 8, die ich eigentlich noch vorher hätte bauen können. Ne? Ja, das ist halt so konzipiert und ja, weiß nicht. Also mir gefällt zum Beispiel aber auch extrem gut dieses simplen Regeln, dass sich das so flott erklären lässt, dass man sehr schnell losspielen kann. Ja. Und wenn man dann das Spiel gespielt hat, dann sagt man, schau dir mal die Karten genau an, was ist denn da drauf? Ja, das ist doch cool, ja. Da ist ja der Film, da ist Ghostbusters, da ist Pokémon, da ist Mary Poppins, keine Ahnung, was wir alles gefunden haben. Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich mal 15, 20 verschiedene Filmtitel gefunden, weil wir einfach am Schluss die Karten angeschaut haben, nachdem wir es dreimal in der Familie hintereinander weggespielt haben. Also immer wieder cool auch zu sehen, mit wie viel Liebe zum Detail das Ganze designt wurde. Und für mich gehört es zu den pfiffigeren kleinen Kartenspielen. Finde ich auch. Es macht was anders. Und klar gibt es immer wieder jemanden, der das halt vielleicht zu banal, zu zufällig findet vielleicht. Oder das Gefühl hat, ah, da kann ich jetzt nichts machen. Ja, gibt so Situationen, klar. Oder einer, der recht spät anfängt, irgendwas bauen zu können. Aber das heißt ja nicht, dass er verlieren muss dadurch. Ne? Ja. Manchmal kann es dann schon ganz interessant sein, dass man am Schluss noch irgendwas vielleicht Gutes bekommt. Ja, ich finde es auch eigentlich originell. Also, ja. Spiele ich jederzeit gerne mit. Was ist eure Meinung zu den 5 Türmen von Deep Print Games? Lasst uns doch gerne wissen. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, schreibt es uns in die Kommentare. Ja. Wollt ihr weitere Quickshots? Genau. Und andere Videos gibt es hier. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt. Ja, Zeit für einen Quickshot. Bis dahin, frohes Bauen und tschüss. Bye, bye.